moderne Zeitenindustrie im Blick von Malerei und Fotografie untersucht über einen Zeitraum von 175 Jahren die Veränderungen in der Darstellung von Industriebauten, von Industriehallen, von Arbeitern. Und zum ersten Mal zeigen wir eben auch den Dialog der Medien zwischen Malerei und Fotografie. Wir haben uns für die moderne Zeiten entschieden, in Anlehnung an Charlie Chaplins epochemachendem Film Modern Times. Wir erinnern uns alle, wie wir ihn sehen, auf dem Zahnrad und versucht hinterherzukommen und eben immer dieses ja, schneller, höher, weiter und was das eigentlich macht. Also auch diese kritische Auseinandersetzung, die in diesem Film ja vorkommt und diese Ambivalenz, die da auch zu spüren ist. Und ich glaube, das ist auch ein großes Thema dieser Ausstellung, dieses zwischen Faszination und Schrecken. Und daher fanden wir diesen Titel sehr passend für diese Ausstellung, die eben genau in diesem Spannungsfeld liegt. Wir haben in der Ausstellung rund 25 Gemälde und 175 Fotografien, also 200 Werke, ist eine Menge, davon einige riesengroße Gemälde, manchmal ganz kleine Daguerreotypien. Und die Werke sind wirklich von einem Zeitraum von 175 Jahren, also von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 2021. Die ersten Darstellungen von Industrie waren Darstellungen von Außenansichten. Es ist der Blick auf die Fabrik, das Zeigen des Potenzials der Maschinen, die da drin produziert werden. Und eigentlich kann man sagen, erst im 19. Jahrhundert geht der Blick auch in die Fabrik rein. Wir sehen, was passiert da drin, wie sind die Maschinen angerichtet. Und vor allem geht der Blick auch dann zum ersten Mal auf den Arbeiter selber, auf den, der herstellt. Und dieses ja, zu Beginn immer nur Auftragsarbeit und erst später werden es freie Arbeiten, um auch zu zeigen, was passiert da eigentlich, was macht das Proletariat. Wir haben ein großes Bild, wo es auch um den Streik geht, also wirklich sich dieses Auseinandersetzen und die Schattenseiten eben der Industrialisierung. Und so nähern sie sich im Laufe ja, der letzten 100 Jahre und die Fotografen und die Maler manchmal sehr ähnlich und manchmal komplett different. Die Gegenüberstellung von Malerei und Fotografie ist ja ein besonderer Schwerpunkt dieser Ausstellung. Und bei besonderen Beispielen kann man das auch ganz schön erkennen, wenn wir zum Beispiel von Nährlinger das Motiv an die Arbeit haben. Wir sehen rauchenden großen Schlot und kleine Menschen, die zur Arbeit gehen. Es ist schon sehr sozialkritisch, dieses wirklich ja, dass alle wie Roboter in einer ja, zur Fabrik hinlaufen. Das ist in den 20er Jahren. Und daneben haben wir einen Renger Partsch, der sich genauso für diesen Schornstein interessiert, nur eben für seine ästhetische Wirkung, wo keinerlei kritischer Hintergrund dabei ist, sondern wirklich dieser künstlerische Effekt. Und wenn wir solche zwei Bilder nebeneinander sehen, dann können wir ganz viel über die Zeit lernen und auch über die, ja, die Protagonisten, die sie geprägt haben und wie die unterschiedlichen Auffassungen waren, wie es ja immer ist. Es gibt immer Schatten und Licht und diese Ambivalenz, die wird insbesondere durch die Gegenüberstellung von Malerei und Fotografie deutlich. Zu Beginn der Darstellung von Industrieanlagen ging es um das Zeigen der Potenz. Wir haben immer große Bilder. Es ist spannend, weil es ist noch der Romantik verpflichtet. Wir haben romantische Anlagen und trotzdem Rauch und Nebel und zum Beispiel eine Eisenbahn. Aber es ist noch so, ja, noch aus einer alten Gedankenwelt haben wir das Gefühl. Und es ist eher so die Faszination des Neuen, aber es ist gar kein kritischer Punkt dahinter, sondern das ist wirklich dieses Streben nach Fortschritt, nach, ja, wir müssen uns überlegen, was die Eisenbahn gebracht hat eigentlich, dieses, dass wir uns von A nach B bewegen können. Und diese Faszination für das Neue und auch die Ästhetik dieses Neuen, des Brückenbaus, die uns wirklich ganz häufig begegnet, auch in Fotografien aus dieser Zeit oder Daguerreotypien. Und das wandelt sich erst später und auch nicht so sehr die Umweltzerstörung ist das Thema dann, das kommt dann tatsächlich ja erst im 20. Jahrhundert auf, sondern es ist eher, was macht es mit einer Landschaft, die uns aber trotzdem fasziniert. Also wenn Edmund Burke von dem Erhabenen spricht, von dem Sublimen, das ist wirklich diese Faszination so,
irgendwie habe ich Angst davor. Es speit, es raucht, es ist heiß, es ist eng, es ist laut. Und durch die Augen der Maler und der Fotografen kann ich das trotzdem sehen, ohne selber hingehen zu müssen. Also es ist wirklich auch dieses Spiel, auf das sich die Fotografen und die Maler eingelassen haben und damit ihr Publikum fasziniert haben. Und der Weg dann ist wirklich ein Weg auch in die Ästhetisierung des Projekts. Produkts, des Projekts, der Arbeit selber. Also wenn ich an Louis Hein denke und seinen schönen ästhetischen Mann am Zahnrad, also da ist ja auch wirklich eine Heorisierung dieser Arbeit da. Und auf der anderen Seite mit einem August Zander eben auch ganz klar zu zeigen, aber das sind die Arbeitsbedingungen dahinter. Das ist, was wir auch damit gemacht haben, mit diesem Fortschritt. Und ja, und in der subjektiven Fotografie dann wirklich dieser ganz kühle Blick auch wieder, der aber sehr verfremdend ist und dadurch auch, ja, wie bei Steinert oft was von Mondlandschaften hat, die im Ruhrgebiet da sind, wo wir gar nicht sagen können, wo ist es denn jetzt? Was sehen wir denn da überhaupt? Oder bei Kethmann, wo ich 50 Kotflügel im VW-Werk sehe und mir gar nicht klar ist, was sehe ich denn hier überhaupt? Und so dieses Spiel, diese Auseinandersetzung damit, immer wieder kommt der Mensch in Blick, aber man verliert den Menschen auch wieder. Das kann man in unserer Ausstellung auch sehr gut beleuchten, dass auch dieses Spiel in 175 Jahren immer mal wieder kommt, immer mal wieder geht's. Der Blick auf einzelne Stichpunkte, auf einzelne Produkte. Ja, und das ist so ein Spiel, dem wir auch nachgehen.